meine Lieben, immer wieder Sonntag sehen wir uns und legen zusammen Karten, legen Karten im karmischen Kreuz. Heute bin ich ein bisschen früher dran, habe heute pickepacke volles Programm. Unter anderem auch dann heute Abend eben zum Herzöffnungsritual mit ganz vielen Teilnehmern. Ich musste dann irgendwann Schluss machen. Ich verspreche euch, ich mache das mal wieder. Aber wie schon oft gesagt, ich fühle dann in die Energien im Vorfeld rein, ob das Sinn macht, wann das Sinn macht. Und ja, die nächsten Tage wird es nicht sein, vermutlich auch nicht im April. Schauen wir mal. Ne? Auf jeden Fall freue ich mich heute sehr, dass ihr, alle, die das Herzöffnungsritual gebucht haben, heute Abend mit mir einen schönen Abend haben werdet. Ja, und deswegen bin ich heute ein bisschen früher dran, aber alle, die ein Abo haben, werden ja auch daran erinnert, wenn ich was Neues mache. Also von daher, schön, dass ihr euch für ein Abo entschieden habt. Schön, dass ihr auch am Sonntagvormittag schon mit mir zusammen Karten legen wollt. Also ja, ich freue mich, wie gesagt, über jeden Einzelnen, der so die letzte Zeit bei mir hier eingetrudelt ist, in dem ja etwas mehr als einem Jahr, seitdem ich hier auf YouTube bin. Und ja, ich freue mich, dass euch das gefällt, wie ich Karten lege und was wir so sonst alles noch zusammen machen können. Die Resonanz ist groß. Ich habe viel mit euch zu tun in den letzten Wochen. Aber das macht mir einfach auch Spaß. Es ist meine Leidenschaft. Und von daher freue ich mich, wie gesagt, über jeden Einzelnen, der sich schon für den Kanal entschieden hat oder das auch noch tun wird. Herzlich willkommen und viel Spaß bei dieser Legung auf das karmische Kreuz. Bevor wir aber starten mit den Karten, habe ich noch ein Wort zum Sonntag. Und das Wort zum Sonntag ist heute eher eine Yellow Press Mitteilung aus Hollywood. Ta-ta-ta-ta. Ihr habt es vielleicht schon diese Woche gehört. Jennifer Aniston und Brad Pitt sind wieder ein Paar. Und warum sage ich das? Weil das einfach zu eurer Situation, zu unserem Thema unheimlich gut passt. Viele von euch sind in der Phase, warten zu müssen, ungeduldig. Und auch bei dem einen oder anderen hat sich da in den letzten Tagen und Wochen noch eine Schlange eingeschlichen, die da gar nichts in eurem Feld zu suchen hat, aber einfach auch eine Lernpartnerin für dein Gegenüber ist, um auch erkennen zu können, was er eigentlich will, was er eigentlich braucht, was ihm gut tut, was ihm sein Herz und seine Seele erwärmt. Und ja, da wieder meine Botschaft, halte durch, auch wenn es manchmal etwas länger dauert. Natürlich halte durch in dem Sinne, dass ihr euer Leben lebt und nicht auf den anderen wartet, aber so wie es manchmal scheint, ist es dann gar nicht. Ne? Also Jennifer Aniston, die hat ganz viele Jahre traurig dem Brad Pitt hinterhergeweint. Das war so. Sie kam auch nicht so richtig partnerschaftlich auf die Füße, hatte dann irgendwie wieder jemanden. Und das hat aber auch nicht lange funktioniert, weil ihr Herz einfach woanders hing. Ne? Und bei Brad Pitt schien erstmal alles mit der Angelina Jolie total rosig und mit Happy Family und Kindern und überhaupt. Mit seinen Süchten, die dann irgendwie rauskamen, als alles nicht mehr so richtig lief. Naja, und bei ihm scheint da auch ein Umdenken passiert zu sein. Und auch wenn es viele Jahre gedauert hat, sind die beiden jetzt doch wieder zusammengekommen. Also ein gutes Beispiel für eine prominente Seelenpartnerverbindung. Und eine weitere prominente Seelenpartnerverbindung, die noch nicht zusammengekommen ist, aber wo ich denke, das dauert auch nicht mehr ewig und das wird irgendwann passieren, sind für mich Lady Gaga und Bradley Cooper, die ja in dem Film A Star is Born dieses Lied Cello zusammen aufgenommen haben. Und wenn man sich dieses Video, was ihr auch auf YouTube finden könnt, zur Oscarverleihung anschaut und da die Kameras ganz nah auf beide sind und man eben sieht, wie tief die sich in die Augen gucken und wie sie versucht, sich so verlegen an ihn wieder ranzuschmiegen und dann plötzlich zurückschreckt und merkt, oh, ich bin im Rampenlicht, ich darf das jetzt nicht, er hat eine Partnerin. Also das ist schon so dieses Zeichen auch dafür, dass die zwei ein Seelenpaar sind und dass man einfach die Umstände aktuell noch nicht passen und dass man aktuell noch nicht zueinander gefunden hat. Aber wie gesagt, mein Tipp, die beiden schaffen es auch. Wir werden es sehen. Ihr könnt es mir in
Monaten, Jahren gerne in die Kommentare schreiben. Du hast doch da früher mal, als du noch Pink getragen hast, hast du doch mal gesagt. Ja, also wie gesagt, ich wollte es euch einfach nur mal an Beispielen zeigen, dass das Leben manchmal komische Wege geht und diejenigen, die füreinander bestimmt sind, werden einem einfach wieder vor die Füße gefegt, gelegt, wie auch immer. Man läuft sich wieder immer im Weg, man erinnert sich an schöne Zeiten, man kommt im Kopf irgendwann drauf zu sagen, meine Güte, mein Herz hat damals so sehr für den anderen geschlagen, das kann nicht falsch sein, aus Vernunftsgründen habe ich mich für eine andere entschieden oder für ein anderes Leben entschieden, aber ja, man sollte immer das tun, was die Seele möchte, die Seele zeigt uns den Weg auf und das Herz ist der Kompass für diesen Weg. Und da sollte man auch mutig sein und dem Weg folgen. Also von daher, schön im Vertrauen bleiben. Gut, was haben wir noch? Wir hatten Vollmond diese Woche. Vollmond in der Jungfrau, die wieder Ordnung und Struktur reinbringt. Ich hatte euch ja auch den Hinweis gegeben, dieser Vollmond ist ganz besonders wichtig, um uns zu reinigen, um uns frei zu machen von all dem, was noch an Altlasten an uns klebt, all das, was uns noch an Ängsten, an Sorgen, an den eigenen Dämonen im Kopf durch die Gegend schwirrt und was uns belastet und zurückhält, ja, draußen die Sonne zu sehen und das Licht zu erkennen. Ich hoffe, ihr habt das alles gut für euch gemacht, denn wir haben heute die Tag-Nacht-Gleiche mit dem 20. März. Der Zeitpunkt, wo der Jupiter anfängt, in unser Sternzeichen zu kommen. Und ja, der Zeitpunkt, worauf ich so lange warte, weil eben, wie gesagt, die Tag-Nacht-Gleiche und deswegen habe ich das Herzöffnungsritual auch am heutigen Tag platziert, weil die Tag-Nacht-Gleiche wieder viel in den Ausgleich bringt in partnerschaftlichen Themen. Es ist nicht nur der Tag, an dem Tag und Nacht gleich lang sind und es ist nicht nur Frühlingsanfang, es ist einfach viel, viel mehr, es bringt viel mehr wieder zurück, viel mehr in den Ausgleich. Und mich hat es heute ganz besonders gefreut, als ich den Kartenstatus, ne, was ich euch immer erzähle, ich stelle ja morgen für alle diejenigen, die auf meinem WhatsApp sozusagen sind, stelle ich ja immer Karten ein, also wer diese Tageskarten haben möchte, kann auch gerne an die unten stehende WhatsApp-Nummer schreiben. Und ein Kartendeck ist seit langer Zeit die Karten der Liebe von Jacques Bezzano. Ja, also da habe ich täglich an sich eine Karte, so wie beim Tarot, dass ich eine Tagestarotkarte ziehe, ziehe ich aus den Karten der Liebe eine Karte und heute sind mal wieder zwei Karten gefallen. Das ist sehr außergewöhnlich, aber ich erinnere mich, wir hatten das, ich habe geschaut, aber ich habe es nicht gefunden, ich habe es euch in irgendeinem Video auch gezeigt. In den letzten 4-6 Wochen, sage ich mal, hatten wir auch schon die Situation, dass zwei ähnliche Karten gefallen sind. Ne? Also wir hatten da auf jeden Fall auch die Dürre und dann im Anschluss eine positive Karte. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es waren Zärtlichkeiten und nicht die Unwiderstehlichkeit. Also heute haben wir Unwiderstehlichkeit, ja. Und zum einen ist das ein besonderes Zeichen, wenn zwei Karten fallen, wie gesagt, sonst springt da immer nur eine raus, so wie ich das möchte. Und heute wollten zwei was sagen. Und diese beiden passen auch ganz wunderbar zu dem heutigen Tag, zu der Tag-Nacht-Gleiche. Ja. Die Karten wollen nämlich sagen, dass die Zeit der Dürre, ne? Also wir haben hier die Dürre und es ist alles, ihr seht schon an den Farben, es ist alles düster, es ist alles dunkel. Das Licht fehlt, es fehlt das Wasser, ne? Die Pflanzen sind hier vertrocknet, da liegt noch ein Tierkadaver, also die Tiere haben keine Nahrung gefunden und sind gestorben. Also die Zeit der Dürre scheint mit der Tag-Nacht-Gleiche vorbeizuziehen. Und die Unwiderstehlichkeit kommt zum Vorschein, um es gleich nochmal anders auszudrücken. Also, wir haben mit dem Frühlingsanfang und dem Jupiter auch eine Zeit, wo viel Regen kommen wird. Jupiter steht leider auch für ganz viel Regen, also nicht nur für die Fülle, aber auch für die Fülle an Wasser. Das heißt, diese Dürre wird verschwinden. Es wird das Wasser dazukommen, es kommt die Sonne, die haben wir hier schon bei der Unwiderstehlichkeit. Ne? Wasser und Sonne bringen alles zum Grünen und zum Blühen. Und so wird es in unserem Leben auch sein.
die Zeit der Dunkelheit, der dunklen, langen Nächte geht vorbei, die Nächte werden kürzer und es kommt eine schöne, wunderbare, farbenfrohe Zeit auf uns zu. Ne? Also draußen, wenn jetzt noch ein bisschen Regen und die Sonne bleibt, dann blüht alles, dann springen die Knospen auf. Also die Natur wartet einfach nur drauf, erweckt zu werden. Und so einen Zustand haben wir heute auch, ne? In eurer Partnerschaft. An sich wartet ihr nur drauf, erweckt zu werden. Und der Zeitpunkt ist gekommen, dass ihr unwiderstehlich seid. Ja? Man erkennt deine Schönheit, dein Humor, deine Zuverlässigkeit, dein Mitgefühl, deine Güte. Ja, all das, was du Positives in dir trägst, ne? Auch deine sexuelle Ausstrahlung, alles erwacht wieder. Es wird wieder erkannt und führt zu einer unglaublichen Anziehungskraft. Ja? Also, ich würde da mal sagen, wenn dein Gegenüber noch länger braucht, um das zu erkennen, wie unwiderstehlich du bist, wie du aus diesem tiefen Loch von dem Rückzug oder Verlassensein deines Seelenpartners dich zu einer Blume verwandelt hast, zu einem blühenden Kunstwerk verwandelt hast, wenn er das nicht schnell genug erkennt, erkennt es leider andere. Ja? Also es ist so die Zeit, wo du dein Selbstbewusstsein, was du erlangt hast, deine Kraft und Stärke, die du bekommen hast über diese schwierige Phase jetzt in diesem Winter, das trägst du nach außen. Und das, was du nach außen trägst, was du ausstrahlst, ziehst du auch an. Und damit wird nicht nur er angezogen, der irgendwie am anderen Ende sich immer viel zu viele Gedanken macht und Angst hat und nicht mutig genug ist, auf dich zuzugehen, sondern das ist ja wie so ein Honigtopf. Ne? Da sind auch andere Bienen, die diese schöne, selbstbewusste Königin haben wollen. Und das ist jetzt so die große Gefahr der nächsten Zeit, dass du einfach nicht mehr willst, dass du dich abkehrst und sagst, ich habe so lange versucht, ich habe alles dafür getan, er hat es nicht erkannt. Ja? Und auf jeden Fall kommt für dich eine sehr, sehr schöne Zeit. Du bist einfach aktuell unwiderstehlich, was das andere Geschlecht angeht. Ja? Du wirst es merken, du wirst Komplimente bekommen, du wirst angesprochen werden, du wirst zum Lachen gebracht werden. Also all das wartet mit der Tag-Nacht-Gleiche jetzt auf dich. Ganz wundervoll. Sehr schön. Gut, machen wir weiter und nehmen die Seelenengel von der Melanie Missing dazu. Ich möchte eine Botschaft von den Engeln haben. Was wollen uns die Seelenengel noch auf den Weg geben? Was ist am heutigen Tage? Nee, wollte ich? Jetzt. Wichtig, der Engel der Vielfalt. Vielleicht ist es viel leichter, als du denkst. Vielleicht ist es viel leichter, als du denkst. Ja, der Vielfalt. Ne? Ich habe gerade über die Vielfalt gesprochen. Die Vielfalt beim anderen Geschlecht ist auch groß. Ja? Und vielleicht hast du dich einfach die letzte Zeit zu sehr auf eine Person versteift. Natürlich, Seelenpartner sind was Besonderes. Aber trotzdem ist die Zeit der Dürre und des Alleinseins vorbei. Geh einfach raus, hab Spaß, genieß die schöne Zeit. Genieß die blühende Natur und genieß die Vielfalt. Gut, was machen wir weiter? Wir nehmen die Gilded Ruby Lenormand Karten. Nee, nehmen wir noch nicht. Ich habe jetzt keinen Osterhasen hier. Letzte habe ich verpasst. Ostern ist nicht mehr weit. Also Mitte April, weiß nicht, 14., 15. April, also diesmal ist Vollmond auch an Ostern, aber auf jeden Fall ist Ostern nicht mehr weit. Und ich habe ein Geschenk für euch, für alle diejenigen, die wieder an einem Gewinnspiel mitmachen möchten. Ich verlose bis zum 8. April, das ist ein Freitag. Am 8. April mache ich eine Verlosung, nämlich für das Ostergewinnspiel. Also, alle diejenigen, die ein karmisches Kreuz als persönliche Legung gewinnen möchten, das, was wir gleich legen, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Schreiben bitte an die unten stehende WhatsApp-Nummer oder E-Mail-Adresse,
euer Interesse, dass ihr daran teilnehmen wollt. Und dann könnt ihr eine von drei persönlichen Legungen, nee, dann können drei eine persönliche Legung, habe ich es jetzt richtig erklärt? Warte nochmal. Also ich verlose drei persönliche Legungen. Damit gibt es drei Gewinner für diese Verlosung. Und die drei Personen bekommen eine persönliche Legung. Habt ihr das verstanden? Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Grütze geredet, oder? Naja, also auf jeden Fall gibt es ein Ostergewinnspiel und ich freue mich über alle, die daran teilnehmen wollen. Und als Hauptgewinn gibt es drei persönliche Legungen, dreimal eine. So, jetzt müsste es klar sein. Jetzt fange ich schon mal an zu mischen mit den Gilded Rivery Lenormand-Karten von Giro Marchetti. Ich möchte als erstes wissen, lieber Seelenpartner, was ist bei dir im Kopf passiert? Da haben wir die Masken und wir haben den Baum. Die Masken stehen dafür, dass er nicht immer ehrlich zu dir war, dass Dinge anders scheinen, als sie sind. Und der Baum steht für Stabilität, Kraft, Stärke, steht aber auch für die Heilung. Ja? Und beide zusammengedeutet sind schon mal die Heilung von Unwahrheiten, die Heilung von Dingen, die nicht so richtig dargestellt wurden. Also, zu den Masken und ihm sage ich ganz häufig, dass er sich versucht, schöner darzustellen, als seine Situation aktuell ist. Ne? Also er hat auf der anderen Seite vielleicht Stress mit einer Noch-Partnerin, vielleicht Stress beruflicher Natur, vielleicht finanzielle Sorgen. Ne? Das sind so mal drei Beispiele, warum jemand versucht, eine Maske zu tragen oder dir irgendwas vorzumachen, dir was vorzuspielen. Und ja, diese Zeit des Maskentragens ist vorbei, denn die Masken sind geheilt. Also er hat begriffen, dass du zu jemandem zählst, die man nicht anschummeln muss. Ja, den man mit Wahrheit begegnen kann, den man offen und ehrlich sagen kann, was man denkt, weil du nicht nur seine Seelenpartnerin bist, sondern auch seine beste Freundin. Ich rede hier immer von dir als Zuschauer, von der Dame, also in der Legung bist du auch die Dame und dein Gegenüber ist der Herr. Wenn das anders sein sollte, dann dreht es euch bitte so, wie es zu euch passt. Ja? Also für gleichgeschlechtliche Paare oder für die männlichen Zuschauer auf diesem Kanal, legt euch meine Worte bitte so, dass ihr euch wiederfindet. So, und die nächsten Karten deuten auf deine Gedanken hin. In deinen Gedanken liegt eine Entscheidung und es liegen die Vögel. Und häufig nehme ich zu den Vögeln wahr, dass es Gespräche gibt. Hier in deinen Gedanken ist es diesmal anders. Du hast Kummer und Sorgen, du hast Bauchschmerzen, dir geht es nicht gut mit dieser ganzen Geschichte, mit dem vielleicht ist er lange im Rückzug, vielleicht kommt er nicht in die Pötte, vielleicht ist es die ewige Affäre und ein ewiges Hin und Her. Und das alles macht dir Kummer und Sorgen. Du hast da keinen Bock drauf, so wie es aktuell läuft. Ja? Du hast keine Lust, ständig eine neue Schleife im Seelenpartnerprozess zu drehen. Du hast keine Lust, ständig wieder von vorne anzufangen. Immer wenn er auf dich zukommt und du denkst, okay, jetzt geht's los, er hat's verstanden, dann ist nach ganz kurzer Zeit alles wieder vorbei und ja, du sitzt wieder da und wartest oder machst dir so deine Gedanken. Und du hast für dich die Entscheidung im Kopf. Du möchtest dich kurzfristig entscheiden. Du möchtest dich kurzfristig gegebenenfalls auch gegen ihn entscheiden, weil du einfach diese Situation, so wie sie ist, nicht mehr aushältst. So, das liegt auf seiner Herzebene. Da haben wir die Ruten und die Sterne. Im Unterbewusstsein weiß er, dass du Klarheit haben möchtest, dass du von ihm wissen möchtest, woran du bist, dass man richtig durchgefegt wird. Ja? Das ist in seinem Unterbewusstsein da. Er weiß, dass er dich nicht mehr lange hinhalten kann. Er weiß, dass jetzt so wirklich mal eine Situation eingetreten ist, wo er sich auf den Weg machen muss und wo er dir die Klarheit bringen muss. Ne? Aber
Er hat immer noch Angst vor dieser Geschichte, deswegen findet es im Unterbewusstsein statt. Es ist noch nicht im Bewusstsein und führt zu Taten, sondern er hat wirklich noch Angst vor einer Aussprache, davor Klarheit in die Situation zu bringen, dir zu sagen, dass du seine große Liebe bist, dir zu sagen, wie wichtig du ihm bist, dir zu sagen, was da alles für Mist in der Vergangenheit passiert ist. Ja? Also diese Dinge traut er sich noch nicht rüberzubringen. Man hat so ein bisschen die Hoffnung, dass das Universum ihn führen wird. Dass das passiert, was ich vorhin sagte, wenn er zu dir gehört, ne? Wie bei Brad Pitt und Jennifer Aniston, wenn die zusammengehören, dann laufen die sich wieder über den Weg. Das ist so im Unterbewusstsein seine große Hoffnung, dass das Universum es schon richten wird. Ja, aber ganz ohne Mühe und Anstrengung geht's nicht. Das Universum schubst sicherlich an der einen oder anderen Stelle. Und trotzdem ist es seine Lernaufgabe, seine Ängste zu überwinden und sich auf den Weg zu machen. Sich auf den Weg zu machen, ja. Der eine kommt mit dem Pferd, der andere mit dem Esel und die mit dem Esel brauchen einfach ein Stückchen länger, ne? Da wird zwischendrin mal gebockt und alles versucht, in den Skat zu drücken und sich selber einzureden, dass das nicht so ist, dass das keine Liebe ist und sich selbst zu sabotieren. Aber irgendwann geht der Esel dann doch ein Stückchen weiter, weil er merkt, naja, mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Mein Herz kann ich ja nicht ständig verschließen. Ja, okay. Du hoffst auf diese Herzöffnung. Ich weiß, ganz viele von euch haben auch auf den heutigen Abend echt große Hoffnung. Und ich hoffe, dass das Universum uns dabei unterstützt, diese Hoffnung zu erfüllen und einen echten Richtungswechsel in eure Verbindung zu bringen. Ja, auf deiner Herzebene liegt der Kompass, der für Kurskorrektur steht, der für Richtungswechsel steht. Du möchtest einfach, wie ich schon in den Gedanken gesagt habe, aus dieser Kummer-Leid-Sorgen-Situation raus. Du möchtest dich für Stabilität, für Sicherheit entscheiden. Du möchtest endlich mal ankommen. Ja? Und wenn dieses Ankommen mit deinem Gegenüber nicht möglich ist, dann ist das für dich jetzt auch so eine Phase, wo du sagst, dann muss ich mich wohl neu orientieren. Was liegt zwischen euch? Zwischen euch liegen die Herzenswege. Ganz wunderbar. Du bist nicht die Einzige, die mehr will in diesem Spiel. Ja, ich sage jetzt mal Spiel dazu, es ist für viele überhaupt nicht lustig und es ist in dem Sinne auch kein Spiel, aber es ist verrückterweise immer wieder das Gleiche und das erinnert an ein Spiel. Also du möchtest genauso, nee, er möchte genauso wie du den Herzensweg gehen. Er wünscht sich genauso ein Treffen, wie du dir das wünschst und er ist jetzt bereit, einen Schritt auf die Brücke zu gehen und auf dich zuzugehen. Ja? Also das ist das, was an den Masken geheilt ist. Ne? Das, was er noch im Verborgenen gelassen hat, ist ja in die Heilung gegangen, das, was er dir nicht erzählt hat. Und das führt dazu, dass er ein klein wenig Mut dabei hat, ein klein wenig Mut, der ihn auf diese Brücke bringt. Sehr schön. Also ein Aufeinanderzugehen ist das, was zwischen euch liegt. Da wird kurzfristig was kommen. Also ein Aufeinanderzugehen heißt schon mal Kontakt. Ja? So, was ist es aktuell? Aktuell sind da ganz viele Zweifel auf beiden Seiten. Ja? Also er, wie gesagt, noch nicht ganz in seiner Kraft und Stärke, hat ein bisschen Mut geschnuppert, aber ist, wie ich vorhin schon sagte, mit dem Esel unterwegs und der Esel bleibt einfach ab und an stehen und da verlässt ihn mal wieder der Mut. Ne? Also er ist losgelaufen und oder der Esel ist mit ihm los und ein paar Schritte auf der Brücke denkt er schon wieder, oh Gott, ist das richtig? Mache ich das Richtige? Wenn ich auf sie zugehe, wird es einfach kompliziert. Werden wir diese Liebe leben können? Es gibt diese und jene Hindernisse, große Entfernung, andere Partner, was auch immer. Ja? Und das bringt ihn alles schon wieder zum Zweifeln, aber bei dir ist es genauso. Ne? Du hast vielleicht lange Zeit nichts von ihm gehört oder das, was du gehört hast, war jetzt nicht das, was dich wirklich entflammen ließ, was die neue Liebe aufkeimen ließ, weil es immer wieder das Gleiche war und dich jetzt
auch zu Zweifeln bringt, ob er es jemals schaffen wird, ob er jemals mutig genug sein wird, sich für dich zu entscheiden und mit dir dieses Leben zu leben, was du dir sehr gut vorstellen kannst. So, was wird das mit euch beiden? Was wird es? Aktuell, also für diese Woche macht ihr euch noch ganz viele Gedanken. Ne? Also die Zweifel überwiegen, der kleine Schritt nach vorn mit vermutlich einer Kontaktaufnahme führt gleich wieder dazu, oh Gott, habe ich das Richtige getan? Da sind die Zweifel da und die Zweifel werden auch nochmal über die Wolken bestätigt mit den trüben Gedanken, die da sind. Und so richtig will das Universum nicht sagen, was diese Woche passiert und das deutet für mich auf eine Überraschung hin. Ja? Also ihr seid noch in diesen, oh, wer weiß und soll ich daran glauben? Ja? Und das Universum sagt so, jetzt sage ich mal nichts und jetzt schauen wir mal, was passieren wird. Also diese Woche steht für die Überraschung. Irgendetwas wird passieren, was das Universum dir noch nicht sagen möchte. Gut, und wenn wir unter das Deck schauen, haben wir die Würfel. Die Würfel sind gefallen. Also es gibt schon etwas, also das Universum scheint mal so seine Spielchen, manchmal haben wir ja wirklich ganz lustige Tricks drauf. Es scheint etwas zu kommen, was in Richtung Partnerschaft, Verbindung euch, euch vorwärts bringt, aber worüber das Universum aktuell noch nicht sprechen möchte. Überraschung, Überraschung. Okay. Dann versuchen wir mal über die Secret Key Cards von der Nadine Breitenstein, die dritte Version, vielleicht noch rauszukriegen, was das sein könnte, wenn wir auf die einzelnen Tage schauen. Ich beginne mit dem Montag. Was wird am Montag passieren? Wie geht es dir am Montag? Zu viele, den immer. Der Butler. Ehrerbietung, Demo, Treue, jemand dienen, den Rücken frei halten, vorausschauendes Verhalten, Wünsche, von den Augen ablesen, achtsam sein. Da liest dir jemand deine Wünsche von den Augen ab und dient dir. Du bist ja die Königin. Also er wird sich, es könnte danach klingen, dass er mit dem vorausschauenden Verhalten da schon mal einen Kontakt zu dir sucht. Ja? So, was passiert am Dienstag? Paris, Romantik, Urlaub, die Stadt der Liebe, eine Liebesgeschichte bahnt sich an. Haute Couture, das Leben lieben, positive Lebenseinstellung. Am Dienstag geht es dir erstmal verdammt gut. Egal, ob du gerade in Paris in der Stadt der Liebe bist, da sind übrigens Jennifer Aniston und Brad Pitt auch seit Monaten. ja, traumhaft, oder? Wäre ich jetzt auch gern. Ja, und das alles rosa-rot und romantisch und überhaupt. Also, der ein oder andere hat am Dienstag ein Treffen mit seinem Liebsten. Alle die, die kein Treffen haben, bekommen eine Liebeserklärung. Und die, die keine Liebeserklärung und kein Treffen haben, werden auf jeden Fall einen schönen Tag haben, werden das Leben von der lichtvollen Seite sehen und eine positive Lebenseinstellung bekommen. Also vielleicht dann doch die Komplimente, die ihr von jemandem anders erhaltet. So, am Mittwoch der Manta, 90er Jahre Lifestyle, Freiheitsgefühl, gewagter Modestil, auffällige Frisur, protziges Auto, Disco-Gänge, ein Rennen gewinnen. Na, da hat sich aber jemand in Schale geworfen, um dich zu beeindrucken. Also, ich glaube, diese Überraschung ist, dass dein Gegenüber einfach auftaucht, romantische Gefühle für dich zeigt, dir eine Liebeserklärung macht, aber irgendwie mit ganz komischen Klamotten ankommt. Oder mit einer Perücke oder was weiß ich, auffällige Frisur oder protziges Auto, ist leider häufig, ne? So, Donnerstag haben wir die Sissy, Adelstitel, blaues Blut, jemanden den roten Teppich ausrollen, eine Person, die unerreichbar ist, ein Wunschtraum, Verherrlichung, neidisch auf das Glück von anderen sein. Na, ich hoffe nicht, dass du neidisch auf das Glück von anderen bist, sondern dass es dir am Donnerstag so gut geht, dass die anderen neidisch auf dich sind. Dir könnte der rote Teppich ausgerollt werden. Auch der Donnerstag spricht
für einen Kontakt oder eine Begegnung mit dem Seelenpartner. Und dann haben wir den Freitag noch mit definitiv Kontakt. Da ist der Brief auf dem Silbertablett. Du bekommst die Wahrheit präsentiert. Du erfährst, wonach du lange gesucht hast. Ein Überraschungsmoment. Ich sag doch, Überraschung, Überraschung, Überraschung. Ja? Also das, was in den Lennys liegt, dass das Universum eine Überraschung für dich bereithält, wird vermutlich am Freitag passieren. Es passiert auf jeden Fall nächste Woche etwas, wo du dich richtig gut fühlst, wo romantische Gefühle dabei sind, wo jemand sich zum Affen macht, um dir zu gefallen, wo du den roten Teppich ausgerollt bekommst. Also ja, du bist zur Königin geworden und das sehen alle. Und diese Ausstrahlung, die du hast, bringt dich nächste Woche ganz weit nach vorne. Samstag, der Laubhaufen. Die Früchte seiner Arbeit reflektieren. Überlegung, ob sich etwas gelohnt hat. Vergebliche Liebesmüh umdenken. Ja, am Samstag gibt es dann schon wieder die trüben Gedanken. Du schaust nochmal zurück auf die Woche und denkst, ja, war ja toll, dass ich unzählige Komplimente bekommen habe, dass ich schöne Abende verlebt habe, dass ja, mir besonders schöne Dinge passiert sind und trotzdem ist er jetzt nicht bei mir. Also ein bisschen Melancholie ist dann dabei, ne? Kommt mal ein bisschen Traurigkeit hoch. Am Sonntag kommt die Wiege, Ruhe ausstrahlen, beruhigend auf eine Person einwirken, jemanden einlullen, etwas passiert in der Nacht, ein Baby, Kleinkind, Kinderlieb. Etwas passiert in der Nacht. Ja, also die Woche hält eine ganze Menge Überraschungen für dich bereit. Habe ich vorhin schon gesagt, das Universum möchte dich überraschen. Es wird etwas in eurer Seelenpartnerverbindung sich verändern, worüber wir heute noch nichts erfahren sollen. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ich liebe Überraschung. Ich finde das total schön. Also unerwartet und überraschend. Das ist so, naja, ist einfach auch meine Eigenschaft als Wassermann. Liebe ich das Unerwartete und Überraschende. Ich habe jetzt gerade noch von der Karin Hönig, sag es mir, Karten zur Hand genommen. Ich möchte gerne noch eine abschließende Botschaft für das Seelenpaar haben. Achte darauf, dass eine Balance entsteht. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Das darfst du auch gerne deinem Gegenüber sagen, falls er es nicht tut. Sehr schön. Ja, also ich kann diese Botschaft nur unterstreichen. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Ich finde, es ist immer wichtig, in der Partnerschaft, in der Freundschaft, in was auch immer, in einer Geschäftsbeziehung, einen Ausgleich herzustellen, eine Balance zu haben, in der Geben und Nehmen sich in der Waage befinden. Ja? Und wenn du das Gefühl hast, dass du immer zu viel gegeben hast, dass du immer diejenige warst, die zum Hörer gegriffen hat, dass du diejenige warst, die versucht hat, ihm zu helfen und immer wieder war er weg, ja? Dann heißt es einfach, er ist dran, oder? Und wenn er es nicht versteht, ich habe es leider vorhin schon mal gesagt, ist die Vielfalt groß, du erkennst die Vielfalt, du siehst jetzt auch im Frühling wieder, dass auch andere Mütter schöne Söhne haben und ja, da ist es langsam an der Zeit, dass er sich mal Gedanken macht, wie es in eurer Verbindung bisher gelaufen ist und was er tun kann, um auf dich zuzugehen. Aber dafür muss man mutig sein und seine Zweifel in den Griff kriegen. Und immer nur aufs Universum hoffen bringt eben auch nichts. Also er hat schon an seinen Masken gearbeitet, hat schon daran gearbeitet, das, was er immer so schön verschönert hat und schöner dargestellt hat, loszulassen und zu heilen. Aber er hat immer noch Angst vor den verklärenden Gesprächen, warum auch immer wichtig ist, aus meiner Sicht erstmal, dass man die Nähe wiederfindet und dass man sich überhaupt gegenübertritt. Aber dafür ist er noch nicht mutig genug. Er geht den ersten Schritt auf die Brücke und was weiter passieren wird, sollen wir noch nicht erfahren. Das wird die Überraschung der Woche. Gut, meine Lieben,
Vielen Dank für euer Zuschauen. Vielen Dank für eure vielen Kommentare in den letzten Wochen. Ich freue mich auch, wenn ihr unter diesem Video einfach kommentiert, wie es euch gefallen hat und was bei euch gerade Thema ist. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, aber auch über eure Likes oder das Teilen dieses Videos. Also macht's gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Woche. Wir haben nur einen Portaltag vor uns. Ansonsten wird es energetisch nicht ganz so spannend. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch ganz tolle Überraschungen. Schreibt mir bitte auch, ne, da unten an die entsprechende Nummer, wenn die Überraschung passiert ist. Ich will es immer wissen. Ich freue mich über jede Rückmeldung, die ihr mir gebt und über jedes Paar, was wie Brad Pitt oder Jennifer Aniston eben schnell zusammenkommt. Schnell ist gut, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die gebraucht haben, aber ich glaube, 10, 15 Jahre waren das mindestens gewesen. Muss mal gucken, was die Presse dazu schreibt. Also, bei manchen dauert es ein bisschen länger, bei den anderen geht es ein bisschen schneller. Auf jeden Fall bekommen wir jetzt Unterstützung durch den Jupiter, der ab heute uns stark beeinflussen wird. Und diese Unterstützung der Tag-Nacht-Gleiche, die wir jetzt haben, des Frühlings, des Blühens, des Lichts, was wieder stärker wird. Also, genießt die nächste Woche. Ich freue mich. Bis bald. Ciao, ciao.